Und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, yes. So, Tag, Nacht 14 ist vorbei. Wir haben so ein bisschen gespielt in der Zwischenzeit, aufgerüstet, aufgewertet. Ja. Nicht wundern, dass wir hier drüben sind. Wir haben auch Aufnahmepause gehabt. Wir haben das drüben schon alles hergerichtet. Haben dann beendet und sind außerhalb der Aufnahmeradur rüber und haben auch drüben im Gebäude ein bisschen was geändert, weil uns ein Teil runtergebrochen ist. Das sehen wir dann gleich. War, ja. Ich habe auf jeden Fall die Aufgabe, für drüben einiges herzustellen. Ja. Werkbänke, haben wir gesagt. Hm. Drei. Du wirst überall drei Stück haben. Ja. Drei Mischmaschinen, was willst du noch? Drei Werkbänke, drei Mischmaschinen. Die, und drei Gussformen, Gussformen brauchen wir noch. Ja. Hm. So. Bringst du das dann mit drüber? Ich bring das dann mit drüber. Dann man sieht hier schon, die Tibra hat da ein bisschen auf Stahlbeton aufgerüstet. Ja, das war so. Waren ein paar Reste, die übergeblieben sind. Da war mir ein bisschen fad. Ja, und das ist auch das, was drüben passiert ist. Ich mache mir schon mal einen Weg rüber. Ja, ich glaube, du wirst ja da auch noch einen Garten abbauen und so. Ja, und ich stelle das mal alles hier. Ich kann mein Inventar noch herzeigen. Wir haben ein paar andere Sachen, haben wir schon gefertigt. Die sind bei mir drinnen. Drei Schmieden. Dreimal den Amboss. Dann habe ich die Zugbrücken einmal gebaut. Wir haben auch außerhalb der Aufnahmen unsere Straßen in der Stadt ein bisschen gesäubert. Ja. Noch nicht komplett, aber einiges. Da haben wir aus den Autos sehr viele Mechanical Parts rausgekriegt. Aus dem haben wir die Zugbrücken gebaut. So, ich habe 50 Lagerkisten mit, die Tibra erstellt hat, und einen Schlafsack, den wir drüben aufliegen. Aha. Ja, und das, wir schauen jetzt einmal rüber, schauen Sie das Gebäude an. Also das Gebäude ist grundsätzlich komplett gleich noch immer. Ich passe schon wieder nicht durch das Loch. So. Der große Unterschied ist, es ist hochgerüstet auf dem Beton, weil einfach die Tragfähigkeit nicht ausgereicht hat. Mhm. Vom Pflasterstein, da ist immer wieder alles runtergekommen. Sobald man begonnen hat, Wände oder so aufzubauen. Irgendwo ist Clay auch noch drin. Na, sag ich doch. Da und da. Ja. So, dann laufen wir mal. So, dann machen wir noch eine Gussform. Passt. Sehr schön. Ja, ich habe Macheten gefertigt. Das sieht man da bei mir schon. Da, die Kibra hat auch eine. So. Bin schon sehr gespannt, wie sie funktioniert. Mit der sollten wir, sobald man das einmal skillt, mit ziemlicher Häufigkeit die Köpfe abschlagen. Köpfe und Körperteile. Lecker. So. Der hat Concrete Mix gemacht, das passt schon. Ja, da zum Beispiel, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, die Straße haben wir noch nicht gesäubert, aber wir können da runterlaufen, dann müssten wir, glaube ich, auf eine kommen. Also wir haben wirklich auf den Straßen, die wir schon gemacht haben, haben wir diese Steine da, die Autoreifen, alles wirklich abgebaut. Mhm. Auch die Autos, die herumgestanden sind, weil ja das große Ziel ist, dass man Okro, Geier, noch nicht gesehen. Ganz schlecht. Weil wir ja das große Ziel haben, dass wir irgendwann Minibikes verwenden können, mit denen wir uns dann da durch die Straßen bewegen. Da ist sicher die Werkbank. Okay, auch die da scheint nicht gesäubert zu sein. Forged Iron. Oh, Mechanical Parts. Die Ranges. Ah, Clawhammer. Okay. Dann probieren wir gleich einmal die Machete, würde ich sagen. Schauen wir mal, was sie denn kann. Oh! Oh wow! Cool! Alter, ein Schlag und der Zombie war X. Na bitte? Der nächste. Wow. ja. Ist okay, ne? Wow, ich kann das jetzt nicht aufnehmen. Schießpulver drin, das bräuchte man nicht. Da ist nichts drin. So, ich warte, dass ich das noch. Ah, und man kann mit der Machete die Körperteile zerlegen. Das heißt, man spart sie. Man spart sie eigentlich? Ja, das Messer? Man spart sie das Messer, ja. Das ist eine feine Geschichte. Mhm. Gut, dann werde ich gleich mal Forged Iron noch so machen. Da sieht man unser Gebäude mit der etwas neueren und anderen Konstruktion.
Die Außenmauer ist Pflasterstein geblieben, weil da ist er nicht tragend. Was? Scheiße. Geier verfolgt mich. Wo ist er? Da ist er. So. Okay. Aha. Da schau, ich hab jetzt nachgeschaut. Der Geier wird nicht angezeigt, wenn er einen entdeckt. Ich war noch immer versteckt, obwohl er schon hinter mir her war. Ich glaube, das ist bei den Wölfen auch so, oder? Komm her da, du Flattervieh. Oh. So, da mache ich noch einiges. Das können wir immer brauchen. So, jetzt setzt er gleich wieder zum Angriff an, oder? Ja, aber er kommt. Stellen wir sie wieder hinter die Woodframes. Ah, okay, das hat er jetzt. Das hat er kapiert. Oh Gott, so über 6 Minuten braucht so ein Teil. Eine Gussform. Hab ihn. Sehr schön. So, jetzt muss ich irgendwas muss ich raus. Na gut, ich gehe doch mal in den aufnehmen. Garten. Wir haben ja da so eine Tonne. Herumstehen. In den Garten. Ja, der Garten floriert. Okay, mit das da. So, und jetzt zerlegen wir den Geier, weil da kommen bestimmt Federn raus. Jede Menge Federn, denke ich auch, ja. So, wie viel brauche ich denn zum Ansetzen? Ich glaube 22, nicht? Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, da ist gar nichts rausgekommen. So, dann schauen wir nochmal da retour, falls die Zombie-Leichen noch da sind, weil dann holen wir sie ja das Schießpulver. Ja, wir werden in der zweiten Tageshälfte sowieso wieder Säuberungsaktion betreiben. Loot-Tour, oder? Mhm. Ja, würde ich schon so sagen. Direkt neben unserem Turm, neben der Arena, wie es die Keeper nennt, es schaut zumindest so aus, wie wenn da so ein Rathausgebäude stehen wird. Mit dem beginnen wir. Ja. Und werden dann so, ganzen umliegenden Gebäude inspizieren. Oh, ich hab da. So, aber jetzt 14. Beginnen wir mit der Rampe, weil wir brauchen ja einen ordentlichen Aufgang. Mhm. Ich habe schon einmal ausgemessen, wenn man eine Zugbrücke da anbringt, dann wäre da praktisch der letzte Stein, wo sie aufliegt. Ach, das dauert. Und deshalb beginnen wir hier. Ich bin noch immer mit dem Herstellen von den ganzen Klumpert beschäftigt. Ja, darum habe ich einiges außerhalb. Ja, macht ja nichts. Ist so. So, das müsste jetzt genau da sein. Und die Zugbrücke ist immer 4. Seht schon die ersten daneben. Na super. Oh. Mhm. Nicht ärgern. Der Weg ist. Gut. So, dann kommt da 1, 2, 3. So. Oh, ja. Einen Moment kurz, ich hab da was Tolles. So. Wie hoch sind wir da? Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, es geht noch vor, geht's auch mit 7, 3, 4, 5. So. So, wieder mal sagen. Knistert bei dir einer? Ja, ist aber weiter weg. Okay. So, ich werde dann mal. Oh, schon wieder ein Geier. Alter. 2 brauche ich. Gut. Moment mal. Ich brauche. Ups, Erde. So, dann Erde, Hammer Erde, raus. Erde. Keine Erde. Da ist Erde. So. Genau, das brauche ich. Retour. Hm.
Wir haben schon 134 Schwammerl. So, jetzt muss ich mal warten, bis der austrocknet. Ja, erst dann kannst du ihn nochmal aufwerten. So. Wie weit sind wir wieder? Das ist noch oder nicht? Okay, dann brauche ich da aber auf alle Fälle noch. Ich brauche die Klauhämmer. Brauchen auch ewig. So, das heißt, wir sind eins weg von da. Also. So, wo sind die Blaubeeren? Hier sind die Blaubeeren. Ja, es sind sogar zwei. Setzen wir mal was vor ihm, dass da nichts passiert. Das ist sehr genau eingeteilt. Das heißt, ich kann dann drüben schon das ganze Glas einschmelzen für Gläser, Wassergläser. Ja. Sehr schön. Oh, oh, oh. Schreierin. Ach du Kacke. Oh, oh. Ein radioaktiver. Ah, da läuft eine. Warum läuft die? Fuck. Weiß ich nicht. Bei mir ist gerade weniger spektakulär. Oh, du Kacke. Warum bin ich eine Läuferin? Das gibt's ja nicht. Scheiße. Es ist uns in der Loot-Tour tagsüber schon aufgefallen. Einmal. Und ein radioaktiver Spucker. Ja, denen gefällt nicht, was wir gebaut haben. Und noch eine Schreierin. Okay, die Schreierin ist weg. Ich glaube, das geht sich dann aus. Ich bin gleich da. Ups, falsche Richtung. So. So, perfekt. Aber jetzt. Die Klauhämmer. 1, 2, 3, das hier. Wow. Oh, oh. Okay, hat man noch nicht gesehen. Gut. 3 Klauhämmer, die brauchen wir auch noch für die Werkbank. Treffer. Ja, Treffer. Wir können sie machen. Was haben wir? Das fehlt uns. Oh, Forged Iron. Okay. So. Das hier, das hier. Du wirkst gestresst. Ja, etwas. Oh shit. Okay. Gut. Oh, der Radioaktive ist weg. So, jetzt ist da noch einer. Scheiße. Okay. Der ist auch erledigt. 25. Jetzt ist da noch die. Aus welchen Gründen auch immer die laufen. Okay. Ja. Boah. Also. Das ist ja nicht. Ja. Alter. Aber die schlagt nicht zu. Die irgendwie mal ab. Im Zickzack. So, und dran. So, solange sie nicht. Zack, Kopf ab. Passt.
Appen den gehabt? Erledigt. Feral. So, und da hast du das alles mit der Machete erledigt? Die habe ich jetzt zum Schluss, ja. Den radioaktiven habe ich mit der Armbrust. Okay. Ah, okay, wenn man die Stahl verwendet, dann baut er gleich direkt Stahlbeton. Ja, okay. Ah, okay. Dann muss man nicht warten. So. Das heißt, ich kann da. Ich könnte das eigentlich drüben erlegen. Sofort aufbauen. Hm. So, was nehme ich jetzt alles mit? Wenn ich das hier. Dann kann ich die drüben gleich erledigen. Das wäre mir allerliebst. So, kann ich schon was mit rübernehmen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, hat das gesagt. Ich nehme meinen Schlafsack, die 3 Cooking Pots nehme ich mit. Oder? Die Schilder, ja. Die 3. Nein, Cooking Pots noch nicht, wir wissen ja noch nicht, wo es. Ah, okay, ja. Gut, schon. Braucht man Concrete Mix? Ja, kannst du auf alle Fälle mitnehmen. Ich schau noch schnell. Hups, was hab ich gemacht? Die Mischmaschine. Wo finde ich dieses Ding wieder? Vermutlich hier. Ja, Zementmixer braucht einen Motor, 10 Mechanical Parts, Federn, Forged Iron. Alles klar. Forged Iron habe ich genug. Federn habe ich genug. Uns fehlen schlichtweg Motoren für die Mischmaschinen. Ah, okay. Was brauchen wir für die Chemiestation? 2 Beaker, ein brennendes Fass. Relativ gute Autos zu legen, ne? Mhm. Also, ich komme jetzt einfach mal mit den Werkbänken. Passt. Ne? Yep. Und ein bisschen Material dazu. Ich könnte eigentlich gleich ein bisschen Futter mitnehmen. Warte mal, war da ein Motor? Ja, da waren ja 2 Motoren. Grauer Motor und ein oranger Motor. Ja, ist vollkommen egal. Sie funktioniert immer gleich gut. Okay, dann werde ich die gleich verwenden. Für die Bikes dauert es ja noch ein wenig. Wasser habe ich. Ein bisschen Futter fassen, ja. Hm, sind wir jetzt gleich hoch oder nicht? Die Mischmaschine. Ja. Okay. Achso, wir sollen ja nicht kommen. So, jetzt hoffe ich, dass ich da rüber komme mit der Zugbrücke, weil sonst wird es schwierig. Gut, die sind. Eigentlich kann ich das auch drin machen, die sind voller Blödsinn. Was ist jetzt? Zack. Ja, oh ja, es geht sich aus. Auch vor Ort. Ich bin da aber trotzdem 1 zu niedrig. Spannend. Jawohl, und sie hält. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe schon außerhalb der Aufnahme probiert und dann noch ein einmal kleiner weggeschlagen. Damit da ja nichts passiert. Weil die Dinger sind ja nicht einfach aufzustellen. So. Es wird gelaufen. Ah ja, da hat was. Nix drin. Naja. Von diesen Metalldingen da. Oh, du hast mich geschreckt. Brauchen noch sehr viele. Wer ich? Ja, irgendwas geflatscht. Das war natürlich. Na, dann war es bei mir. Ist egal. Lauf, 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 lauf. So, darunter. Jetzt sind wir bei mir auch. Schön gesäuberte Straße. Nein, ich bin falsch gelaufen. Bei mir hat man es leider nicht gesehen. Okay, da mal die Querstraße nehmen. Ja, wenn ich Bond schon nicht mit habe. Kopfschutz. Okay. So, jetzt habe ich natürlich zu wenig von diesen Eisen. Ja.
gemacht. Müssen wir nochmal retour. Ich komme jetzt mit den Werkbänken. Achso. Oder kann ich die dann nochmal aufnehmen? Ah! Da. Ja, ja, passt, passt. Also man kommt schon rüber über eine Zugbrücke und wir haben ja das Provisorium nochmal an. Okay. Das ist halt nur ein bisschen Klettertour, aber. Na, ich werde das packen. So, ich laufe mal querfeld ein. Ja, und es wird überall dort, wo unser Turm in eine Straße mündet, also so wie auf der Seite, dann eben auf der, kommen immer Zugbrücken hin. Man sieht das, ich habe das auch da schon vorbereitet. Also auf der Seite ist natürlich dann nur, dass da eine rausgeht, so dass man bei jeder Straße eigentlich sofort wegfahren kann. Mhm. Also insgesamt haben wir 4 Seiten. So, ich komme. Wo darf ich jetzt rauf? Ah ja, ich sehe schon. Ich glaube, das ist noch zum Museum. Nein, ist es nicht. Wo ist jetzt meine Bandage hingekommen? Wird die jetzt verwendet? Ja. Was ist? Da komme ich ja nicht drauf. Ja, darum sage ich, du kannst das Provisorium auch noch nutzen, aber du kommst da auch rauf, ja. Auf einer Seite. Achtung, Greifschreck! Oh, schreck mich! Ja, ich hab dich schon gesehen. Gut. Ach du Scheiße. Ich mach die Zugbrücke mal zu. Ja. Sorry. Ich hoffe nicht wieder eine Feral. Ah. So. Da auf. Kommen auch welche. Okay, die dürfte erledigt sein. Noch war eine Kreischerin? Na, mich kann sie nicht sehen. Ich sehe aber keine. Wo ist die? So. Ah nein, das ist ein Spider. Na super. Beide lässt grüßen. Oh, wir haben schon einen Blumentopf. Gut, komplett voll. Okay, da ist noch ein Biker. Ich bin bis auf einen Platz komplett voll. So. Dann werde ich einmal rauf und ein bisschen was ausladen. Wo haben wir Kisten oder was? Ja, die habe ich bei mir noch. Ah, okay. Komm schon. Dann kannst du zumachen. Ah, kann ich zumachen? Gut. Ja, da haben wir ein bisschen einen Rohbau aufgestellt. Also dieses L, was sich da ergibt, das wird so als Garage dienen, wo die Minibikes stehen. Yep. Da werden wir mit Eisengitter zumachen, dass man da raus sieht. Mhm. Und dann kommt man da in das Innere des Gebäudes. In dem Geschoss wird die Werkstätte entstehen. Ja, habe ich alles dabei. Da wisst ihr, da geht es runter in die Arena. Einmal da mit den Leitern und einmal da mit den Treppen. Mhm. Wir haben für alles ein Update. Den inneren Kern haben wir als Stahlbeton gefertigt. Außen arbeitet man nur mit normalem Beton. Ja, wird reichen, denke ich mal. Ja, da kommen dann noch Fenster rein. Da gibt es so Balkone, haben wir da gebaut. Kommen wir raus schon in einen. Entschuldigung. Ja. Ja, und ich habe da Lagerkisten und die stellen wir jetzt gleich auf. Bitte darum, weil dann kann ich gleich mal. Wo geben wir die Werkbänke hin? Die haben wir gesagt. Vor die Fenster. Vor die Fenster, ja, genau. Machen wir es 3 hoch oder 4 hoch? 3 hoch reicht. Reinkommen tut man. Machen wir mal 3. Wir können immer noch. So, das heißt hier mal vor das Fenster. 2, ne? Nein, eine. Da haben wir eine. Achso, da kommt man immer zu der Kiste. Aha. Dann, ne? Ah. Ja, dann lass das eine frei und stell da eine auf, genau. So. Dann kann ich hier doch mal gleich 2 Mischmaschinen und die. So, dann kommt da die Fortune. Mixen. Da kommt der Fortune. Die hast du. Ja, ja. Stellst du da die dritte Werkbank? Also da noch eine zweite, ja. Bei dem Fenster. Und bei dem Fenster die dritte.
Bei dem eine, okay. Ja. Ah, und da noch einer. Passt, ja. Mache ich doch glatt. Mhm. Passt das, dass ich die Forge da draufstelle, oder wolltest du da die Mischmaschine? Ja, die, wenn wir schon woanders hinpflanzen. Mischmaschinen könnte das da herstellen dann, wenn es in der kürzen. Ja, ja, die braucht nur einen Block. So, eine Forge haben wir noch und die stellen wir, glaube ich, da hin. Dann stelle ich gleich mal die Forge auf. So, Mischmaschinen. Erste Forge. Einmal. Zweimal. Dann kommen die. Zweite Forge. Dritte Forge. Gussformen. Kacke, wo sind die Gussformen? Ich tue schon mal einen Ambus rein. Crucibles. Oh, okay, ich habe Hunger. Eins. Ja, die Kiste unter der Schmiede werden wir nutzen, um Brennmaterial und alles, was eingegossen wird in die Schmieden, kommt da immer gleich rein. Clay, Steine. Eisen und so weiter, dass man da immer nur rausnehmen muss. Brennmaterial, schauen wir mal. Du, kannst du bitte alle Kisten entsperren? Ah ja. Da war was. Da war was, bitte. Darum. Diesmal. Ah. Oh. Dies. Und wir haben schon wieder 12. Dies.